Kommen zum AK4. Die Leute aus dem Umweltausschuss sind nicht da, sie sind nebenan bei der Nachhaltigkeitskonferenz und da gibt es ja auch schöne Messestände. Und wenn wir schnell genug sind, können wir uns die auch noch angucken. So. Ich beginne mal mit Anträgen fürs Plenum. Ich weiß gar nicht, ob wir aus diesem AK diesmal Anträge fürs Plenum haben. Ich weiß, dass wir vom A02 Bauen und Verkehr keinen haben. Haben wir aus dieser Runde Anträge fürs Plenum diesmal? Also außer Haushalt habe ich noch eine Idee, welcher Antrag vielleicht gestellt werden können sollte. Also jetzt nicht Bauen und Verkehr, sondern erneuerbare Energien. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt, soll ich die Idee jetzt vorstellen oder später? Wird also wahrscheinlich nicht für dieses Plenum sein. Doch, okay. Der Robert hatte mich eben angerufen. Mach. Nee, mach du. Oder macht beide. Bitte. Also meine Idee ist, ich hatte vor einiger Zeit gesehen, wie Frau Kraft nach Brüssel gefahren ist und da mit Herrn Altmaier dafür geworben hat, dass doch die Ausnahmen erhalten bleiben sollen im Erneuerbare-Energien-Gesetz, damit möglichst viele, damit es weiterhin Unternehmen geben kann, die nicht die EEG-Umlage zahlen müssen. Und da muss ich sagen, das fand ich doch sehr interessant, dass Frau Kraft sich jetzt dafür einsetzt, dass es ganz viele Ausnahmen gibt. Und deswegen habe ich gedacht, wäre es vielleicht auch im Anbetracht der aktuellen Koalitionsverhandlungen mit der CDU angebracht, dazu einen Antrag einzubringen, der deutlich macht oder der die Landesregierung dazu auffordert, sich auf Bundes- und eventuell auch auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass es möglichst wenig Ausnahmen von der Verpflichtung, die EEG-Umlage zu zahlen, geben sollte. Nun ganz kurzer Hinweis ohne große Wertung. Wir haben ja die Nachhaltigkeitskonferenz gerade. Als ich eben gerade oben war und Andreas die Lautsprecher angehabt hat, war genau das gerade Thema. Also da wurde gerade irgendwie drüber gesprochen, wobei das war in der Form Thema, dass die, ich weiß gar nicht, wer hat da gerade gesprochen gehabt, hatte jedenfalls auch dafür geworben oder hat das als notwendiges Mittel gesehen, wobei er gesagt hat, das sei vorübergehend. Okay, also dann lasse ich jetzt mal den Kai dran oder wer auch immer von Energie. Darüber gesprochen. Tatsache ist, dass die Frau Kraft sich, denke ich, für die Möglichkeit der Ausnahmen eingesetzt hat und einsetzen wird. Was ich so gehört habe hier in Ausschusssitzungen ist, dass man die tatsächlich zurückfahren will, also auf das nötige Maß reduzieren will. Und da müsstet ihr mal vielleicht auch Stellung nehmen, die anderen, ob sie einen Antrag in diese Richtung richtig finden. Ich habe da jetzt noch keine Meinung zu. Der Robert hatte mich eben auf die Idee gebracht sozusagen oder hat die Idee eingebracht. Ich habe ihm gesagt, komm doch einfach hier hin, ne? Das ist ja klar. Können wir jetzt vielleicht mal diskutieren. Ich bin da noch gespalten, also ich habe da keine Meinung zu derzeit. Also vielleicht mag man mich auf einen aktuellen Wissensstand bringen, vielleicht habe ich was verpasst, aber bisher habe ich das so verstanden, dass es darum ging, wie Christopher sagte, so ähnlich, die Möglichkeit zu erhalten, dass es Ausnahmen geben muss, diese Möglichkeiten aber tatsächlich zurückzufahren. Also es ging in der Diskussion nach meinem Wissensstand darum, diese aktuell 2000 und irgendwas Unternehmen auf ein absolutes Mindestmaß zurückzufahren. Von daher sehe ich da jetzt nicht, dass irgendwie die SPD da eine Position vertritt, die wir nicht auch vertreten. Ein Antrag dazu, weiß ich nicht, also tue ich mich gerade schwer mit, ehrlich gesagt. Schieb mal rüber, genau. Mal so ins Unreine gesprochen, wären wir nicht eigentlich sowieso gegen solche Ausnahmen, prinzipiell? Nein.
sind wir trotzdem für. Wir müssen, also die Position ist natürlich, diese Ausnahmen stark zurückzufahren. Aber ich kann nicht erkennen, dass es da eine eindeutige Position von der Partei gibt, diese Ausnahmen komplett zu unterbinden. Was aber viel schwerer wiegt, ich kann nicht finden, dass es sinnvoll ist, diese Ausnahmen tatsächlich komplett zu unterbinden. Es gibt ja tatsächlich das Bedürfnis, also ein gerechtfertigtes Anliegen, einige Unternehmen von einer Belastung im Strompreissektor zu befreien. Über die Rahmenbedingungen dafür, wann das eintritt, darüber können wir gerne reden. Wir können gerne darüber reden, ob wir da versuchen, ein festes Regelwerk zu finden, anhand dessen man die Anzahl tatsächlich stark minimiert und aber trotzdem den wirtschaftlichen Aspekt bedient. Aber zu sagen, wir schrauben das auf Null runter, halte ich für, ehrlich gesagt, unverantwortlich. Ich glaube, darin sind wir uns einig, dass Ausnahmen von der EEG-Umlage begründet sein müssen, aber nicht komplett ausgeschlossen werden sollten. Es gibt einzelne Betriebe, die in einem globalen Wettbewerb stehen, der das angezeigt sein lässt. Ich würde aber gerne die Debatte etwas grundsätzlicher angehen. Es geht ja nicht um die Ausnahmen von der EEG-Umlage, sondern es geht um die EEG-Umlage und ihren Ansatz selbst. Ich möchte das am Beispiel der Deutschen Bahn festmachen. Nach den aktuell diskutierten Veränderungen der EEG-Umlage würde die Deutsche Bahn aus ihrer Befreiung herausfallen. Es wären jährliche Kosten in Höhe von bis zu 700 Millionen Euro, die auf die Deutsche Bahn zukämen, aufgrund der Konstruktion der EEG-Umlage. Die Deutsche Bahn hat vorgerechnet, dass es günstiger wäre, auf elektrisch betriebene Eisenbahn komplett zu verzichten, auf Diesel umzustellen. Das ist natürlich pervers. Das heißt, wir haben es weniger mit einem Ausnahmeproblem zu tun, als vielmehr um ein Konstruktionsproblem der EEG-Umlage selbst. Und das würde ich gerne also bei jeder Debatte um Ausnahmen oder Abschaffung von Reduzierung von Ausnahmen voranstellen. Zwei Kleinigkeiten. Zum einen die Thematik Befreiung von der EEG-Position der Piratenpartei. Ganz klar und eindeutig im Bundeswahlprogramm steht, das ist, Zitat, die Zahl der von der EEG-Umlage befreiten Unternehmen muss deutlich reduziert werden, Punkt. Weiter dann, die Reduzierung sollte dabei an Maßnahmen, beziehungsweise die Befreiung sollte an Maßnahmen geknüpft werden zur Energieeffizienz und Lastflexibilisierung. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den man vielleicht bei der Deutschen Bahn dann ansetzen kann, bevor die zurückgreifen, dann irgendwie auf Dampfmaschinen noch. Die Aussage der Bahn ist komplett absurd. Wenn es diese Aussage so gibt, ist die komplett absurd. Ja, blöder Dampfplauderer, Entschuldigung. Also das ist eine Frechheit, so ein Statement. Das ist gar nicht machbar. Also du kriegst keinen ICE auf eine Strecke mit einer Dampflok, also mit einer Diesellok. Dieses Vorrechnen würde bedeuten, er baut Loks für 700 Millionen oder was, oder für weniger als 700 Millionen. Der Kraftstoff ist günstiger als 700 Millionen und Diesel ist langfristig günstiger. Also das Ding ist eine komplette Nebelkerze. Wie so oft aus den Wirtschaftskreisen wird da mit extremen Nebelkerzen geworfen und ich möchte darum bitten, solche lächerlichen Statements hier nicht irgendwie zur Argumentation heranzuziehen. Es ist vollkommen egal, wie er das gemeint hat, es ist mir vollkommen egal, aber so ein Statement möchte ich hier eigentlich nicht als eine Diskussionsbasis haben. Es stimmt natürlich, dass so eine Aussage interessegeleitet ist und insofern immer kritisch zu betrachten ist. Es geht sicher auch nicht darum, dass die Deutsche Bahn auf Dieselloks umstellt. Es geht aber um eine Debatte zur Sinnhaftigkeit der Umlagenregelung, zur Sinnhaftigkeit der Strombörse, zur Sinnhaftigkeit des Dumpens von Ökostrom auf der einen Seite und dem Ableiten
Abweichen von Ansprüchen aus konventionellem Strom andererseits. Also der Umstand, dass die norwegischen Stadtwerke als größter Lieferant Geld dafür bekommen, kein Strom zu liefern, das ist doch, das kann nicht richtig sein. Und insofern geht es um die Gesamtanlage, und das ist das Argument gewesen, das ich führen wollte. Die 700 Millionen, das ist Rhetorik natürlich. Aber hat es gesagt. Also es wurde also ganz offiziell. Ne? Wenn wir bei der Bahn bleiben, könnten wir ja mal darüber reden, wenn die schon Geld investieren wollen, warum die das nicht tun, indem sie tatsächlich sich neue erneuerbare Energien an ihre Strecken stellen. Also das wäre zum Beispiel eine Investition, die sich relativ schnell rechnen würden, weil die wirklich ein großer Stromeinkäufer sind. Die könnten zum Beispiel statt einem Konverter für Datteln 4, das wahrscheinlich nie ans Netz geht, könnten sie zum Beispiel massiv in Erneuerbare investieren. Die könnten dann auch ihr Image, dass sie sich versuchen, über bahn.de grün oder wie die URL heißt, bei dem sie sagen, für jeden ICE-Kunden, ich glaube für jeden ICE-Kunden oder jeden Bahncard-Kunden war es, glaube ich, Bahncard-Kunden kaufen wir den Strom aus erneuerbaren Energien ein. Ja, dann lasst ihr doch Kraftwerke bauen. Ich meine, die Bahn ist wirklich ein großer Stromkunde, und mir erschließt sich überhaupt nicht, warum nicht ausgerechnet die tatsächlich mal darin investieren. Die könnten ja wirklich sich diesen grünen Anstrich auf eine effektive Art und Weise verpassen, indem sie tatsächlich den Strom selber produzieren, den sie verbrauchen, und so insgesamt die Betriebskosten senken, statt mit irgendwelchen populistischen Scheiß durch die Gegend zu rennen und den Leuten vor die Nase zu halten. Jetzt fordern Sie den Bau von Datteln 4. Ja. Der Inbetriebnahme, da steht ja schon ungenehmigt. Ja, können wir dann nicht den Sack zumachen und genau die Forderung der Piraten, dass die Befreiungen mit konkreten Auflagen verbunden sind, in einen Antrag das Ganze gießen, dass die Bahn oder ein entsprechend Befreiter halt diese und jene Sachen zu erfüllen hat. Eine konkrete Forderung. Ja, konkrete Forderung finde ich immer gut. Aber diese Formulierung im Wahlprogramm fand ich jetzt persönlich zu schwammig, um die mal eben aufzustellen. Wenn das ein Ziel ist, wenn wir in der Fraktion sagen, okay, das würden wir gerne uns zum Ziel setzen, diese Forderung zu konkretisieren, dann funktioniert das nur, indem wir die Partei mit einbinden. Ja, das kann man ja machen. Und dann die Partei, der Partei im Prinzip auch sagen, dass sie diesen relativ schwammig gehaltenen Programmpunkt auch mit Leben füllen muss. Ich bin durchaus oder sehr gerne bereit dazu, auch einen Vorschlag dazu zu liefern, hier was auszuarbeiten, was ein Vorschlag ist, aber es muss durch die Parteigremien durchlaufen. Das kann ich nicht einfach hier entscheiden, dass ich sage, so und so sieht das Regelwerk aus. Aber natürlich ist es ein gangbarer Weg, und es ist aber definitiv jetzt nicht für das nächste oder übernächste Plenum, sondern das ist langfristig zu sehen, und dann bin ich gerne bereit, das zu tun, natürlich. Zum Eintrag, ne? Bitte? Als Arbeitspaket dann für dich, dass du das übernimmst. Ja, können wir machen. Ich hätte noch, ich habe jetzt eben mal geguckt, was überhaupt jetzt der Anlass sein könnte. Das ist ja leider nicht ganz so eindeutig, wie mir scheint, die Nachrichtenlage, sage ich jetzt mal. Also es gibt aus dem Bundes, wenn ich es richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich Robert, aus dem Bundesumweltministerium gibt es eigentlich ein Papier, was heißt, wir wollen das zurückfahren. Und dazu wurde Frau Kraft gefragt, und auch unter dem Hintergrund der Sache aus Brüssel, dass man eventuell wettbewerbswidrig ist, diese Reduzierung. Und da sagte sie, beziehungsweise dann steht hier im Bayerischen Rundfunk, auch Kraft wollte von einer Rabattreduzierung nichts wissen. In Düsseldorf betonte sie, man habe ja bewusst Ausnahmen für energieintensive Unternehmen, damit sie im Wettbewerb in Europa nicht schlechter gestellt werden. Zu dem Papier aus dem Umweltministerium betonte Kraft, es handelt sich um eine alte Vorlage aus dem Bundesumweltministerium, das in der Arbeitsgruppe Energie, Koalitionsverhandlungen, nicht einmal zur Sprache gekommen sei. Das ist, glaube ich, der
Aufhänger, den Robert gesehen hat. Sehe ich das richtig? Ist es das? Also ehrlich gesagt ist mir die Idee heute Morgen einfach relativ spontan gekommen. Ja. Ich hatte jetzt keinen tatsächlich konkreten Aufhänger, aber das passt ja, ne? Ja. Die Frage ist halt, ob man da jetzt direkt, also die Frage wäre, ob man da jetzt wirklich direkt, vor allem so kurzfristig, aufsetzen kann, weil ja, ja, da müsste man schon noch ein bisschen, glaube ich, recherchieren, wie sieht es denn jetzt wirklich da aus, um das zu machen. Ja, die einzige Grund, da jetzt mal meine Meinung zu, also ich finde es insgesamt lohnenswert, über so einen Antrag nachzudenken, aber der einzige Grund, es jetzt bis morgen zu machen, wäre meiner Meinung nach die Koalitionsgespräche noch zu beeinflussen und da sozusagen reinzugrätschen oder zwischendrin halt die Landesregierung unter Druck zu setzen, sich dazu zu äußern, ist aber auf Basis dieses, was ich jetzt hier gefunden habe, finde ich es noch relativ schwierig. Also es ist meiner Meinung nach nicht besonders einfach, da jetzt was Konkretes und was Klares, einen klaren, kurzen Antrag zu stellen. Weiß nicht, aber Kai hat ja sowieso schon gesagt, nicht diesmal. Insofern hätte sich das für mich sowieso erledigt. Also wenn ich dich richtig verstanden habe heute Morgen, du hast mich ja auch heute früh damit konfrontiert, war ja gerade dein Anliegen, das jetzt anlässlich der Koalitionsverhandlungen noch einzubringen. Und das, wie gesagt, ich bin genauso gespalten. Also meine Nachrichtenlage ist jetzt auch nur durch das, was öffentlich Bekanntes geprägt. Ich hatte auch dir schon gesagt, der Dün hat durchaus sich auch kritisch gegenüber der Vielzahl an Ausnahmen geäußert. So erinnere ich mich an einer der letzten Ausschusssitzungen. Also es gibt, wenn ich das richtig sehe, kein allgemeines Bestreben seitens der Landesregierung oder speziell auch von Frau Kraft, im Prinzip diesen Katalog so zu lassen, wie er ist. Zumal, und das ist ganz wichtig, die EU macht Druck. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wenn die EU ein Beihilfeverfahren, also ein Beihilfeverfahren heißt das, glaube ich, eröffnet, also gegen diese Beihilfen, dann müssen die Unternehmen damit rechnen, rückwirkend belastet, also die Beihilfen oder die Vergünstigung zurückzuzahlen, müssen dann Rücklagen dafür bilden. Also das ist der aktuelle Anlass, weshalb die nach Brüssel fahren und sich dafür einsetzen, dass man dieses Verfahren auf jeden Fall abwendet. Denn das schafft natürlich massive Probleme, das kann sich jeder vorstellen. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass die Frau Kraft alles so lassen will oder die Landesregierung NRW es alles so lassen will, wie es ist. Das wird schon darauf hinauslaufen, dass es da eine Reduzierung ist. Aber in Verbindung mit unserer eher schwammigen Parteiposition, oder ja, so schwammig ist sie eigentlich gar nicht, die sagt halt, rückfahren, ja, sagen wir auch, sagen andere auch, mit in Verbindung dann nur zulassen mit Maßnahmen, kann man ja drüber reden, das wäre dann aber eher was für die nächste, also für die übernächste Sache oder das übernächste Plenum und nicht jetzt so kurzfristig. Also das ist meine Meinung, eher dieses Plenum nicht, auch wenn der Reiz da ist, dass man es jetzt noch in die Koalitionsverhandlungen, in den Zeitraum der Koalitionsverhandlungen packt. Also mir scheint, sicher muss man erst noch mal genauer recherchieren, wie der Stand ist, aber mir scheint fast unabhängig davon, wie der Stand ist, wir können nur gewinnen. Entweder sagen die, wir machen das sowieso schon, dann können sie ja unserem Antrag einfach zustimmen, was ja schon mal eine schöne Sache wäre, oder sie wollen sich nicht festlegen und dann haben wir unser Ziel auch erreicht. Also ich tue mich grundsätzlich schwer damit, mich aufgrund von Pressegesprächen zum Honk zu machen, ehrlich gesagt. Ja, das muss recherchiert werden. Das muss tatsächlich genau recherchiert werden. Wir haben auch schon Vorlagen aus dieser Gruppe, was da der Arbeitsstand ist. Wir gucken uns das alles schon sehr genau an. Bei den Pressestatements ist es grundsätzlich so, dass man da höchstens sagen könnte, die Ministerpräsidentin muss aufhören, rumzueiern. Das ist aber kein Antrag, den man an den Landtag hier stellen könnte.
Ja, Entschuldigung, dieses Hin und Her und dieses Taktieren und auf die Frage antworte ich jetzt anders als auf die Frage und am Ende habe ich kein gerades Bild. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich durch die Presse tatsächlich Informationen habe, wie es in diesen Verhandlungen aussieht. Und auch wenn man sich die Diskussionen auf Twitter dazu anguckt, wie es da läuft, dann sind da auch die Darstellungen sehr unterschiedlich. Ich würde mich gerne darauf beziehen, was die am Ende erarbeitet haben, was da wirklich rausgekommen ist. Und ich glaube, dann werden wir auch Anträge schreiben, wenn das dann soweit ist. Weil die Ziel... Ja, das mag ja alles sein, aber sagt mir eine vernünftige Position. Das Einzige, was man machen könnte, was man aus meiner Sicht wirklich machen könnte, wäre zu sagen, das ist unser Wille. So, und zwar unabhängig davon, was dort geredet wird. Bisher war die Diskussion hier darauf ausgerichtet, dass wir auf etwas reagieren. Ich möchte aber nicht auf etwas reagieren, wo ich nicht weiß, ob es stimmt, sondern wenn ich eine Position habe, dann kann ich die einfordern. Okay, die Frage ist, welchen Sinn macht es jetzt, mit einem Antrag auf die Koalitionsverhandlungen einzugehen? Oder sollte man das nicht lieber mit einem vernünftigen Antrag nach diesen Koalitionsverhandlungen machen und sich dann auf Fakten berufen können? So, Reihenfolge wäre jetzt ich, Robert und Christopher. Ich wollte eigentlich nur kurz mal einen Vergleich ziehen, weil Kai gerade sagte, ich brauche eine klare Position, um zu reagieren. Wenn man jetzt die Braunkohle oder die Kohlekraftwerke nehmen würde, da ist die Position so klar von Frau Kraft und hat sie so klar geäußert in Koalitionsverhandlungen, da würde ich sofort sagen, da hat man direkt den Angriffspunkt. Den sehe ich hier, wie eben schon gesagt, ja, leider noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, wenn wir jetzt recherchieren, wird es auch mit der Zeit doch sehr knapp. Also ich würde jetzt dem Kai, der ja auch verantwortlicher Fachpolitiker ist, da dann unterstützen und sagen, lass uns das doch trotz Koalitionsgespräche, auch wenn es schön wäre, da abwarten. Christopher. Der Robert. Robert erst, genau. Ja, also ich wollte sagen, wir können sowieso nicht die Landesregierung auffordern, irgendwas in Koalitionsverhandlungen zu tun. Die Landesregierung ist nicht beteiligt an den Koalitionsverhandlungen. Also wir können sowieso nur die Landesregierung dazu auffordern, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen. Wie sie das dann macht, müssen wir ihr ja nicht vorschreiben. Sie darf das dann von mir aus, weil sie in persona auch an Koalitionsverhandlungen beteiligt ist, darf sie das dann auch bei Koalitionsverhandlungen, aber in unserem Antrag sollte von der Koalition nichts drinstehen, meiner Meinung nach, sondern in dem Antrag sollte einfach nur drinstehen, die Landesregierung möge sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Ausnahmen relativ vielleicht ganz genauso, wie wir es im Parteiprogramm drinstehen haben, dass die Ausnahmen aus der reduziert werden, sage ich mal. Ja, also was da drin steht, kann ich ruhig noch mal vorlesen. Die Reduzierung oder Befreiung soll dabei auch von durchgeführten oder geplanten Maßnahmen zur Energieeffizienz und Lastflexibilisierung dieser Unternehmen abhängig sein. Ja, also dass wir genau einen Antrag stellen, der genau unserem Parteiprogramm entspricht. Einfach nur, das ist das, was wir wollen. Ja, also je mehr ich darüber nachdenke, und ich kann das ja auch erst seit ungefähr einer Stunde tun, gefällt mir eigentlich die Idee, auch gegen die Ansicht der zuständigen Fachpolitiker, sage ich mal als Referent, ja, der Charme liegt wirklich darin, dafür zu sorgen, dass die Regierung sich in irgendeiner Weise auf diese Anfrage hin positionieren muss und irgendwas sagen muss. Also das ist halt nun mal so. Sie müssen sich irgendwie äußern dazu oder sie werden sich irgendwie dazu äußern. Und sie sind eben dann als Regierung gefordert. Und die Frau Kraft ist, wie der Robert richtig sagt, nicht als Regierungsmitglied, sondern als Parteivertreterin in den Koalitionsverhandlungen. Und das lässt sich schon machen, denke ich, und diesen Widerspruch vielleicht irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und tatsächlich reicht im Grunde als Forderung diese einfache Forderung, die wir in unserem Parteiprogramm haben,
sie ist eben nicht so schwammig, sie ist eben geeignet, genau mit der Verbindung möge sich dafür einsetzen, tatsächlich auch formuliert zu werden. Und die Begründung ist auch sehr einfach herzuleiten. Die Umlage steigt halt immer weiter oder ist wieder gestiegen. Ein Grund für das für die relativ hohe Steigerung ist nicht der Zubau, sondern eben die Befreiungen, also die relativ große Anzahl der Befreiungen. Kann man also durchaus direkt aus dem Parteiprogramm abgeleitet stellen, diese Forderung. Und wie gesagt, um auf den Punkt zu bringen oder um die Regierung zu zwingen, sich irgendwie zu äußern und diese Äußerung möglicherweise dann jeder in der Presse, in der Öffentlichkeit in Vergleich setzen kann mit den Verhandlungen, die da laufen in der Koalitionsverhandlung und auch mit dem möglichen Ergebnis. Ja, Lösungsvorschlag wäre von meinerseits, wir sind natürlich einmal über alle internen Fristen, über die interne Frist raus. Wenn das Ding was werden sollte, dann müsste es zumindest heute Abend im Mumble sein. Es gibt eigentlich keinen Grund, das irgendwie länger zu verzögern. Wenn jetzt Kai nichts dagegen hat, würde ich vorschlagen, oder auch sonst niemand was dagegen hat, würde ich vorschlagen, dass Christopher dann, wenn er das selber sieht, dass das sich lohnt, schaut, ob er einen belastbaren Aufhänger hat und es so elegant hinzukriegen ist, dass wir alle dann sagen würden, oh, das ist ja echt ein super Antrag. Hätten wir den mal vorher gehabt, wäre es noch besser gewesen, aber gut, wenn der ist so rund, den nehmen wir. Aber wenn es nach einiger Zeit so aussieht, als ob das nicht hinzukriegen ist, heute, dann lassen wir dann lieber es liegen lassen und wieder wegpacken. Ich würde stark empfehlen, nicht auf Biegen und Brechen dann jetzt dann noch irgendwas versuchen oder mit sehr viel Aufwand, sondern wenn es gut fluppt und wenn die Bedenken, die vor allem Kai geäußert hat, sich schnell zerstreuen, sobald man ein bisschen anfängt zu recherchieren und zu gucken, dann okay und sonst nicht, oder? Wie sieht das aus? Dagegen? Nee, das werden Christopher und ich gleich nochmal überreden. Ich gucke halt gerade, ob es ausreicht, sich auf das Industrieprivileg da zu berufen. Es gibt ja noch andere Komponenten, die dazu führen, dass das EEG höher ist, als es eigentlich sein müsste. Das würde jetzt hier zu weit führen, das spreche ich gleich nochmal mit Christopher. Und wenn wir da zu einem Ergebnis kommen, also ich sag mal, das klingt jetzt auch ganz, ganz ordentlich eigentlich, also dann können wir da sicherlich drüber reden. Die Frage ist halt, schaffen wir das noch bis heute Abend? Dann wirklich einen sauberen Antrag. Also wenn ich nicht weiß, dass der sauber ist heute Abend, dann lasse ich das. Okay. Sieht so aus, als ob wir uns da. Ja, gut. Dagegen irgendjemand? Nein. Machen wir das so. Dann noch was zum Plenumanträge. Macht es Sinn, hier unsere Änderungsanträge noch kurz vorzustellen für den Haushalt? Kai? Ich würde das genauso auslagern nach heute Abend. Also wenn jetzt da noch Klärungsbedarf ist, sollte man darüber reden. Ansonsten sollten wir das heute Abend machen. Von meiner Seite ist kein Klärungsbedarf. Eine Sache habe ich dich gefragt, das haben wir dann ganz schnell sein lassen. Gut. Ja, die Sache mit dem Ökostrom. Gut. Dann hat noch jemand eine Frage zu Änderungsanträgen, die wir jetzt klären sollten? Nee, okay. Gut, dann noch irgendwas wegen Plenum, ansonsten würde ich in der Tagesordnung fortfahren. Nur eine kleine Sache, die auch gar nicht unseren AK betrifft, aber die dennoch auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Es gibt eine Initiative der
des Bundes Deutscher Justizbeamten oder so ähnlich im DBB zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes auf Bundesebene. Und hier konkret ein Paragraph, nämlich Paragraph 17 Absatz 1, die schlagen vor, dass hier eingefügt wird die Auszahlbarkeit von nicht genommenen Überstunden, von nicht ausgezahlter Mehrarbeit an Hinterbliebene eines vorzeitig im Dienst oder keine Ahnung, vor Rentenalter verstorbenen Justizvollzugsbeamten. Es gibt konkrete Beispiele, dass Menschen gestorben sind, ein dickes Überstundenkonto hatten und die Hinterbliebenen die Auszahlung dieser Überstunden, den Hinterbliebenen die Auszahlung dieser Überstunden verweigert wurde. Es geht hier um eine kleine Änderung. Es wäre eine Bundesratsinitiative entsprechend, weil es halt ein Bundesgesetz ist. Und ich, mit eurer Erlaubnis würde ich das kurz einfach nur den zuständigen Kollegen weiterreichen. Das liegt ja nicht auf unserem Tisch. Nur es ist halt auf meinem Schreibtisch gelandet, deswegen wollte ich es zumindest nicht unkommentiert lassen. Ich glaube, hier ist niemand, der hier das mitnehmen kann. Insofern weiterleiten, ja. Ich habe hier als nächstes hier im Pad stehen nochmal die Doodle-Umfragen, weitere thematische Termine des AK4 mit Möglichkeit öffentlicher Beteiligung, also unsere Abendveranstaltung zum LEP und zu Grenzen des Wachstums. Jetzt sind natürlich wir im November schon längst angelangt. es macht dennoch Sinn, sich die Links zu den Doodle-Umfragen vorzunehmen und mal auszufüllen. Ich glaube, ich muss da auch noch mal rangehen. Bestimmt sind mittlerweile schon einige dieser Termine bei mir belegt, aber wenn nicht, müssen wir es noch mal erweitern in den Januar, Februar und März hinein und noch mal die Doodle-Umfrage starten. Ich weise einfach mal darauf hin, daran teilzunehmen, damit wir einen Termin für diese Sachen finden, über die wir schon mal gesprochen haben. Ja, die Beteiligung sieht momentan so aus, dass ich mich irgendwann mal eingetragen habe, Hans-Jörg sich eingetragen hat und sogar regelmäßig ändert, ich kriege ja dann immer so eine Mail, sich regelmäßig sogar ändert, wenn er einen Termin nicht werden kann. Und du hast dich eingetragen, Stefan. Ja. Also, wir sollten da diese Terminfindung, ich weiß nicht, soll ich noch mal ein paar Termine dranhängen und dann noch mal rumschicken über die Mailingliste, damit wir dann über die AK4-Mailingliste, dann können wir das noch mal angehen. Andreas. Ich glaube, das wird wahrscheinlich keine Änderung machen hinsichtlich der Beteiligung. Es haben sich ja zwei Termine rauskristallisiert. Das eine wird der 2. Dezember, das andere wird der 12. Dezember. Erst das Montagstermin, zweiter ist ein Donnerstagstermin. Ich würde vorschlagen, einfach mal nach dem zweiten Termin zu gehen. 2. Dezember ist ein bisschen arg kurzfristig. Den 12. erstmal anzuvisieren. Und weil die Umfrage zu verlängern, wird wahrscheinlich nicht das Ergebnis ändern, glaube ich. Und wenn man da einfach mal einen Termin hat, kann man gucken, wer kommt und wer nicht. Und wenn es wirklich nicht geht, dann kann man den immer noch verschieben. Aber das piratische Imperativ machen. Das wäre dann der LEP, ja, wäre der dringendere, den wir zuerst machen. Ich habe da jetzt sogar schon was stehen an dem Tag, aber ich könnte um 19 Uhr wieder zurück sein. Okay. Ja? Der LEP-Termin wäre ja auch, ich sag mal, ein Termin, den wir ohne externe Referenten bestellen könnten. Da ließe sich mit weniger Aufwand auf die Beine stellen. Deswegen würde ich Andreas' Vorschlag dringend folgen wollen, einen Termin festzulegen, den 12. beispielsweise, und den einfach durchzuführen. Bei dem Termin Grenzen des Wachstums, glaube ich, hatten wir ja diskutiert, externe Referenten mit einzuladen. Ich hatte Nico Pech ins Gespräch gebracht, andere wurden auch diskutiert, glaube ich. Da brauchen wir einen größeren Vorlauf bis zu einer definitiven Festlegen des Termins. Deswegen, also ich glaube, wir sind ja schon längst im Januar.
Sachen. So ja, da habe ich auch sogar Januartermine schon im Doodle drin gehabt. Okay. Ich merke mir den Vorschlag mit dem 12.12. Ihr euch auch. Den schicken wir natürlich auch nochmal rum, ob das generell passt oder ob es praktisch jemand Gegenmeinung dazu hat, dass der 12.12. nicht geht. Und sonst machen wir das am 12.12. einfach. Dann brauchen wir nur einen Raum oder einen externen Raum. Und dann geht's los und wir machen die Veranstaltung. Generell hätte ich sowieso noch, bevor ich dann Andreas dran nehme, sowieso noch eine Frage vielleicht kurz an Stefan, ob bei Linus und dir irgendwas zum Thema LEP noch passiert ist oder ob das, ob es liegen geblieben ist im Grunde die letzten Wochen. Wir haben uns vor längerer Zeit nochmal zusammengesetzt, haben sowas wie eine Aufteilung der Zuständigkeiten verabredet. Linus hat eine Vorlage gemacht, der ich folgen konnte. Und wir haben im Grunde darauf aufbauend nichts weiter mehr konkretisiert. Das heißt, wir warten jetzt darauf, dass wir gemeinsam in die Debatte treten können. Wir haben sowas wie eine gemeinsame Auffassung entwickelt, die ist aber noch undiskutiert, die ist einfach nur mal so, ob es gerade wohl formuliert worden, eine richtige Aneignung des LEP, eine kritische Würdigung im Einzelnen hat noch nicht stattgefunden. Und die steht aus. Wir hatten das, als die Debatte aufkam, hier so diskutiert, dass wir daraus eine Regelmäßigkeit machen wollen. Da warst du ja noch dabei. Diese Idee finde ich nach wie vor gut, wenn wir einen festen Termin, jeder erste Donnerstag im Monat irgendwas, dann treffen sich die Piraten in den Bilker Arkaden, um ein aktuelles Thema zu diskutieren. Wenn wir das hinkriegen, dann ist es am ehesten möglich, Menschen, ich sage mal, dazu zu bewegen, die nicht zum inneren Bereich gehören, teilzunehmen. Das hielt ich im Sinne der Außenwirkung für angezeigt. Und wir sind in der Lage, in der Langfristigkeit das auch entsprechend durchzuplanen. Ob es jeden ersten, also ob es wirklich einmal im Monat oder einmal im Quartal sein muss, weiß ich nicht. Allzu selten sollte es nicht sein, sonst ergibt sich die Regelmäßigkeit nicht. Aber wir sollten schon den Menschen die Möglichkeit geben, sich einen festen Marker in den Kalender zu schreiben. Und dann spräche das für außerhalb und für einen nicht zu späten Abendtermin. Ja, genau. Hat jemand was dagegen, das außerhalb zu machen? Ja. Sonst würde ich, ist der Vorschlag, es sei denn, es ergibt sich, dass irgendwie zum Beispiel Hans-Jörg und Simone zum Beispiel gar nicht können an dem 12.12. oder sonst was, dann würde ich den Vorschlag machen, dass wir jetzt den 12.12.2013 19 Uhr extern anpeilen und diese Woche noch entscheiden, ob der so stattfindet. Das reicht dann auch noch zum Bewerben und so, das ist noch lange genug hin. Gut. Ich schreibe das jetzt gleich noch ins Bett. Ansonsten Ausschussberichte, ich habe jetzt den A17 nicht hochgeschoben, der wäre jetzt zuerst dran, damit er beim nächsten Mal zuerst dran ist, weil wir heute niemanden da haben davon. Dafür haben wir die Nachhaltigkeitskonferenz, die man draußen sieht. Zu A02 möchte ich, um es kurz zu machen, gar nicht auf die nächste Tagesordnung eingehen des Ausschusses. Können wir das nächste Mal rückblickend machen. Die findet am 20. statt, die Ausschusssitzung, die nächste, also am Mittwoch. Normalerweise haben wir donnerstags, aber diesmal findet es ja Mittwoch statt, damit wir eben noch die Änderungsanträge vorstellen können, die wir heute Abend im Mumble haben. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir, habe ich beim letzten Mal schon gemacht, aber trotzdem, dass wir am 28. Januar zum Thema Denkmalschutz eine Anhörung haben und dort Sachverständige und Fragen bis zum 30. November brauchen. Und wir haben jetzt am 14. Januar schon eine Anhörung zum Thema Binnenschifffahrt. Da geht es natürlich auch um die Rheinvertiefung. Ich finde auch sehr wichtig, da noch das Thema Partikulierschifffahrt zu betrachten. Und dort
sollten wir Sachverständigenfragen bis zum 15. November abgeben. Das haben wir irgendwie etwas verpeilt. Ich habe das am Freitag irgendwann, oder nee, am Samstag habe ich das, während der Klausurtagung fiel mir das auf irgendeinen anderen Grund dann plötzlich ein. Und ich habe mich allerdings auch erst Sonntagabend hingesetzt, habe mal was geschrieben. Ich hoffe, es ist bei Stefan angekommen und er weiß auch, wie wir jetzt verfahren können. Vielleicht sagst du ein Wort dazu. Ich meine, es ist ja jetzt eher für unseren Ausschuss interessant als für die Anhörer. Und nur ganz kurz, ich habe am Freitag und am Samstag dazu mit den zuständigen Menschen kommuniziert. Es liegen bisher nur Fragen und Experten der Grünen vor. Alle anderen haben es noch nicht geschafft und wir haben sowas wie eine interne Fristverlängerung für heute und morgen bekommen. Das ist verabredet worden. Das heißt, wir sind in der üblichen Verlängerungsphase gerade. Es ist nicht schlimm. Es lag auch daran, dass die FDP am Freitag oder am Samstag für sich festgestellt hat, diesen Termin nicht eingehalten zu haben und parallel versucht hat, die Fristverlängerung herzustellen. Die ist sozusagen informell genehmigt. Wir sind noch dabei. Und wir müssen heute und morgen die Fragen und Experten benennen. Danke. Und du hast ja schon ein paar Fragen formuliert. Genau. Also wir sind hier bis morgen durch. Gut. Ja. Also ich habe von meiner Seite aus Sachverständige, vor allem war mir wichtig, dass wir Partikulierer dabei haben, benannt. Und es ist für diesen AK natürlich interessant, eigentlich wegen gerade Hans Jörg, der hat nämlich eine kleine Anfrage zu dem Thema gestellt, obwohl wir ja noch die Anhörung haben, was ein bisschen komisch ist. Also er hat die Fragen, die wir in der Anhörung fragen könnten, als kleine Anfrage formuliert. Da es natürlich dort an die Landesregierung geht und hier an die Sachverständigen ist das auch okay. Aber ja, von ihm hätte ich jetzt noch erwartet, dass er vermutlich irgendwas noch zur Reihenvertiefung sagen kann. Gut, ansonsten könnten wir von mir aus jetzt auch zum A18 übergehen. Ich gucke nochmal. Dass im A02 einige Anträge ausstehen, aber wir haben halt diesmal keinen. Und werden sicherlich bei der nächsten AK-Sitzung mal was Diesbezügliches vorstellen. So, jetzt Kai. Ja, noch ganz kurz zum A18. Wir hatten letzte Woche die Anhörung zur Stärkung der gemeinwohlorientierten und solidarischen Wirtschaft. Das werden wir noch ausarbeiten. Und wir hatten auf der Tagesordnung im Ausschuss selber mal wieder New Park. Und New Park an sich ist immer wieder relativ spannend von der Diskussion her, weil sich da wohl die Gemüter an vielen Stellen erhitzt haben. Aber ansonsten gab es nichts Berichtenswertes wirklich. Achso, ich wollte nur als kleine Ergänzung hinterher setzen, dass die Frist für die Fragen für die Denkmalschutzthematik ja vor der nächsten Runde ist. Daher der Aufruf, wer da noch was an Fragen hat hinsichtlich Umstellung Denkmalschutzes dann auch anzubringen. Das geht vor allem an Daniel, der ja beide, der ja im Kulturbereich, was ja eigentlich nicht dieser AK ist, aber ne. Dann vielleicht. Also 30. November müssen wir das ganze Zeug haben. Wir sind da schon vorangegangen. Es gibt ja die beiden Haushaltsänderungsanträge von uns zum Denkmalschutz in Bezug auf Darlehen und Zuschuss. Der politische Antrag ist ja auch schon im letzten Plenum eingebracht gewesen. Das heißt, wir sind da eigentlich ganz gut vorbereitet, sodass ich glaube, dass wir das relativ zügig hinkriegen. Letzte Woche gab es noch eine weitere Deadline, nämlich zur Einreichung von Sachverständigen und Fragen für die kleine Anhörung Gigaliner.
Da ist es uns jetzt, glaube ich, doch noch mal auf die letzten Meter gelungen, aus dieser verkehrslastigen Debatte eine europarechtliche Debatte zu machen. Alle Fraktionen haben gemeldet, außer FDP, die hat sich gar nicht beteiligt. Und die CDU hat sich nur mit Sachverständigen beteiligt, die aus dem Speditionsgewerbe kommen. Insgesamt haben wir damit jetzt, ist ein Antrag, den wir eingebracht haben als Piraten, ihr erinnert euch, zum Legislativvorschlag der Europäischen Kommission, grenzüberschreitende Zulassung von Gigalinern. Und damit die Befürchtung von uns, dass hier die Gigaliner durch die Hintertür doch wieder über die Straßen gefahren werden. Und das hing eine ganze Zeit lang so in den Seilen, weil zwischen den beiden Ausschüssen Europa als federführenden Verkehrsausschuss, als mitberatender Ausschuss irgendwie das nicht richtig zusammenpasste. Jetzt, glaube ich, haben wir eine schöne Mischung aus Verkehrsfragen, aus rechtlichen Fragen, aus Europafragen mit einem Abgeordneten der europäischen Grünen auf unserer Liste und der EVG in Berlin. Das finde ich auch nochmal besonders geschickt. Ich habe versucht, der FDP noch den Herrn Sutholz, Dr. Sutholz vom ADAC in Köln zu schenken, aber Sie haben leider erkannt, dass es ein vergiftetes Geschenk ist, weil der ADAC ist gegen Gigaliner, aber Sie haben es gemerkt. Ihr habt jetzt sozusagen euer Kontingent schon ausgenutzt. Wir dürfen zwei. Ne? Zwei. Dann ist aber immer noch möglich, den ADAC zu bitten, sozusagen außer der Reihe so eine Stellungnahme zu schreiben. Ich hatte Tom genau diesen Vorschlag gemacht, doch alle drei zu nennen und dann zumindest gegenüber der Ausschussassistenz zu sagen, dass das eine ein Nachrückerplatz ist oder für den Fall, dass einer doch nicht kann und da ja zwischen schriftlich und mündlich unterschieden wird, aber Tom wollte das nicht. Ich konnte es ihm nicht nahe bringen. Das war genau die Idee, die wir machten. Vielleicht lässt sich es noch nachschieben. Ich probiere es nochmal. Immer diese unterschiedlichen Sachen in den Ausschüssen. Jetzt weiß ich auch, warum meine fünf, warum am Ende nur noch zwei rauskamen. Okay. Wir dürfen ja im Ausschuss A02 so viele, wie wir wollen. Das hat auch bisher immer geklappt, komischerweise. Ja, ich weiß, manchmal gibt es dann nur einen. Gut. Ja, ich habe mir zwischenzeitlich auch nochmal unsere Liste angeguckt, was wir am Mittwoch haben im Ausschuss. Es sind 11 sehr interessante Punkte, aber ich glaube jetzt nichts, wo man dringend jetzt in der großen Runde drüber sprechen muss. Wird aber noch Aufwand, das auch vorzubereiten. Gut. Ja. Ich weiß nicht, ob es heute schon ansteht oder erst beim nächsten Mal. Wir sind ja inzwischen bei der Änderung der Landesbauordnung einen Schritt weiter. Es gibt jetzt einen ersten Referentenentwurf, der die Tage diskutiert, oder das ist schon wieder zwei Wochen her, formuliert wurde. In Bezug auf den Paragraphen 55 hier auch, Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und einigen anderen Dingen zu Brandschutz und so weiter, also alles ziemlich Bürokratenkram, aber da sollten wir dranbleiben. Da sind wir auch schon längst dran, auch mit Dirk, der das ja auf den Weg gebracht hat, aufgrund dieses Beispiels der Polizeidienststelle in Hagen. Und du hast irgendwie eine Podiumsdiskussion in den nächsten Tagen. Es gibt einen juristischen Begriff, den ich für mich noch nicht hinreichend erschlossen habe, und der heißt Schlusspunktdebatte. Das ist offenbar ein juristisch irgendwie besetzter Begriff, der in der LBO auch relevant ist, zumindest nach Aussage von Miksch, also Architektenkammerpräsident ehemalig. Da müssen wir auch nochmal dann was arbeiten. Genau. Ja, ich greift das mal ganz kurz auf. Also die Landesbauordnung ist im Ausschuss am Mittwoch kein Thema. Sehr wohl brauche ich persönlich deine Expertise, weil ich am Samstag auf eine Podiumsdiskussion gehe, wo Landesbauordnung und sozialer Wohnungsbau oder überhaupt Wohnungsbau Thema sein soll. Dort wird der Herr Mick Schmidt auf dem Podium sein und mir die Fragen stellen oder auch den anderen Abgeordneten. Und der neue Präsident der Architektenkammer ist auch vor Ort, hat schon angekündigt, gerne mit mir sprechen zu wollen, hat uns auch einen Brief geschrieben, dass er mal vorbeikommen möchte. Und vielleicht die Anekdote zum Schluss, wir haben eben auch einen Brief geöffnet, Verabschiedung von Herrn Miksch, praktisch eine
eine Danksagungskonferenz für Herrn Miksch. Und wann findet die statt? Kurz vor unserer Weihnachtsfeier in genau der gleichen Örtlichkeit. Also, wenn wir Pech haben, sind zu unserer Weihnachtsfeier immer noch ein paar Leichen von der Architektenkammer vor Ort. So, ja, sonst, ich habe nichts mehr. Dann können wir uns noch, wenn wir noch nicht essen gehen wollen, jetzt noch ein paar Minuten die Nachhaltigkeitskonferenz ansehen, zumindest die Stände. Ich wünsche viel Spaß. Und dem Stream, es tut mir leid, dass ihr die Nachhaltigkeitskonferenz jetzt nicht live hier sehen könnt, aber auf der Webseite des Landtages steht dazu noch was. Ich glaube, es gibt auch Stream und so. Alles wunderbar. Bis denn.